Eine große Herausforderung, aber auch eine große Ehre. Das ist das Amt, das Willy Brandt, der hinter mir steht, mal innehatte. Das zeigt etwa die Dimension, um die es geht bei allen Krisen dieser Welt. Ich gehe da mit großem Respekt an diese Aufgabe, aber auch mit großer Freude. Mir ist ganz wichtig, dass wir die Europäische Union zusammenhalten. Im Moment gibt es Kräfte, die eher aus der Union drängen. Das ist nicht nur Großbritannien, auch in Mittel- und Osteuropa. Und da wird die deutsch-französische Freundschaft von ganz besonderer Bedeutung sein. Da brauchen wir eine neue Dynamik, damit wir die anderen mitnehmen können, aber damit wir Europa zusammenhalten. Denn ohne Europa werden wir keine Probleme, die wir haben, lösen können. Ich werde viel unterwegs sein, glaube ich, als Außenminister. Ich werde versuchen, unser Land zu repräsentieren, die Werte, die wir haben, nicht nur zu teilen, sondern auch zu vertreten, die Verantwortung, die es gibt, wahrzunehmen, sich einzumischen, wo wir helfen können, aber das so maßvoll, wie es unsere Geschichte uns gebietet. Und insofern, glaube ich, gibt es ganz viel zu tun in den kommenden 4 Jahren.